Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Tele-Stammtisch oder wie wir ihn heute lieber nennen, der Paläontologen-Stammtisch. Und ich bin mit meinen zwei liebsten Hobby-Paläontologen, dem Patrick. Hi. Und dem Till. Moin. Auf die wunderbare Isla Nubla geflogen, wo wir heute ein ganz tolles Privileg haben. Wir dürfen zum ersten Mal in den Jurassic Park. Und was in diesem Park abgeht, das erzählt euch jetzt der Patrick. Also es geht in dem Film um den Milliardär Hammond. Der hat sich eine private Insel gekauft und hat dann angefangen mit Klontechnik Dinosaurier zum Leben zu erwecken und um diesen Park dann, den er damit erschafft, zu testen, da lädt er so ein paar schillernde Persönlichkeiten ein, die dann den Park auf Herz und Nieren testen sollen. Also im Prinzip das, was sie in der Serie gemacht haben, nur ohne nervige YouTube-Kids, sondern richtigen Stars für die Verhältnisse. Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ja, man kann schon mal vorwegnehmen, es ist wie bei Westworld, dieser Park stürzt dann schon in der Probephase irgendwie in sich zusammen. Ja, definitiv. Und ich denke auch, dass die meisten, die werden diesen Film einfach kennen. Genau. Ja, also davon können wir ja fast ausgehen. Und die es nicht kennen, die können sich den Film jetzt eben bei erneuten Kino-Releases ansehen. Oder wenn sie den Film mögen, dann erst recht. Weil er läuft jetzt für einen kleinen Zeitraum in einigen Cinemax-Kinos. Ja. Genau. Wer die Chance hat, nutzt sie aus. Und wenn ihr den Cast etwas später hört, tut uns leid. Wir wissen nicht, wann der Schnitt da fertig ist. Das geht hoffentlich flott. Ich hoffe es. Ja, wir dachten uns einfach, im elitären Kreis der Hobby-Paläontologen, Jurassic Park läuft wieder im Kino, da kann man auch mal ein paar Knochen ausgraben und hier nochmal auf den Film eingehen, der wahrscheinlich nicht wenige in ihrer Kindheit einfach fasziniert hat. Davon kann man ausgehen. Yep. Also ich wüsste nicht, also mir fällt niemand ein, der diesen, ein paar Leute vielleicht, aber die diesen Film nicht feiern. Ja, aber die sind es auch selber schuld. Aber der hat Film in seiner Pubertät gesehen und nicht in der Kindheit. Schlimm. Ja, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Wann habt ihr denn das erste Mal gesehen? Wie sind eure Erinnerungen an dieses fantastische filmische Erlebnis? Ja, das ist eigentlich eine meiner liebsten Erinnerungen tatsächlich. Wir stammen ja alle aus der Zeit, als es noch Videotheken gab. Und ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ich war irgendwo im Alter zwischen 4 und 6. Und ich war mit meinem lieben Herrn Vater in der Videothek und in einer Zeit, als man als Kind noch mit rein durfte, wohlgemerkt. Ja, und er sagte so, was willst du denn gucken? Und dann war da dieses wunderschöne Cover der alten DVD von Jurassic Park und ich sagte, ich will das gucken. Ja, und danach war ich einfach hin und weg und mein Leben drehte sich nur noch um Dinosaurier. Und statt DVD meinst du wahrscheinlich VHS? Es war tatsächlich schon eine DVD. Oh. Alter. Ja. Alter, okay. Ja, Hammer. Ja. Nicht schlecht, in guter Quali. Ja, heftig, ne? Ja. Für die jüngeren Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was eine Videothek ist, ihr habt was verpasst. Ja. Das ist Punkt. Netflix nur inkompetent und mit Anfassen. Da müsst ihr tatsächlich noch hinlaufen durch die Tür und den lieben Videothekar fragen, wo hast du den Film? Ja, man geht rein, 3 Stunden lang, kann sich für nichts entscheiden und nimmt nach 3 Stunden einen Film raus, der nur 90 Minuten geht. Aber es war jede Minute wert. Ja, weil die Atmosphäre ist legit geil. Und Hammer. Nicht vergessen, wenn du zurückspulen vergisst, kannst du nochmal 3 Euro extra zahlen. Ja. Mm-mm. Das ist übel. Definitiv. Na gut. Definitiv. Aber bevor wir jetzt abschweifen. Mal wieder. Wie waren denn eure ersten Erlebnisse mit dem wohlhabenden Jurassic Park? Patrick? Ja. Also ich war, also der Film ist tatsächlich einen Tag nach meinem 7. Geburtstag gestartet. Ich hatte den Film noch nicht so auf dem Schirm. Aber irgendwann kam auch mein Vater mit der VHS aus der Videothek an. Wir haben den Film geschaut und das ist einer der Filme, die mich nachhaltig beeinflusst haben. Also ist nach wie vor unter meinen Top 10 und ich bin mittlerweile ein bisschen älter. Ich habe die Bücher von Michael Crichton verschlungen. Ich habe auch Westworld gefeiert, auch ein ähnliches Konzept. Aber das hat mich wirklich
sehr geprägt und hätte ich ein Cinemax-Kino in meiner Nähe, ich würde mir diesen Film auch jetzt im Kino ansehen. Amen. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, das war, es ist ein schönes Erlebnis gewesen. Ich war tatsächlich, als Kind, also bei mir zumindest, ich habe immer mal, weil alle Familie so in der Nähe wohnt, man hat mal irgendwie beim Onkel gepennt, übernachtet, irgendwie für einen Tag, für zwei Tage, übers Wochenende oder so. Und an einem Wochenende, da habe ich nachmittags angefangen, mit meinem Onkel Filme zu gucken. Und das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe Empire Strikes Back geguckt, ich habe Tempel des Todes geguckt und Jurassic Park. Alle, Alter, an einem Tag. Und es hat mein Leben verändert. Es ist auch einer der, also ich erinnere mich noch nicht dran, wann ich mal bei Oma, Opa oder was auch immer gepennt habe, aber ich kann mich an alles erinnern, an diesen ganzen Tag. Und es klingt ausgedacht, aber es ist kein Scheiß. Bei Tempel des Todes habe ich zu 100% fucking Nudeln gegessen, als die Schlange aufgeschnitten wurde. Ohne Witz. Ich werde es niemals vergessen. Es waren Bandnudeln mit so einer Sahnesoße. Niemals. Und danach Mega. Oder davor halt Jurassic Park. Ich war unfassbar begeistert. Es war einfach Hammer. So. Also waren es nicht Omas seltsam schmeckende Kekse. Beruhigt mich sehr. Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist einfach Knaller. Und damals, jetzt, man hat ja mittlerweile irgendwie ein Auge für Special Effects und kann das wertschätzen oder auch nicht. Aber ich war so geflasht, weil es sah einfach zu 100% echt aus. Und das sieht es fast immer noch. Ja. Der Film weil ist die, technisch sehr das, gut gealtert, das Ding ist, weil es ein technisches, Practical Effects waren, ja. Viele. Ja, die genau. Haben diesen T-Rex haben die ja, das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel PS der hatte, das war ein Panzer. Ja. Das Hammer. Also wirklich. Ja. Ja, man muss sagen, Jurassic Park war damals 1993, als er rauskam, einer der absoluten Vorreiter, was sowohl Animatronics als auch CGI-Effekte angeht. Ja. Und dank Jurassic Park sind die Effekte halt auch stetig verbessert worden und es wurde immer mehr Fokus drauf gelegt. Ironisch, dass jetzt der Fokus wieder zurück auf Animatronics geht, aber das ist ein anderes Thema. Finde ich aber schön, den Trend. Ja, definitiv. Total, ja, total. Auf jeden Fall. Ja, der Film sieht wirklich, wirklich ganz, ganz toll aus. Also ich höre immer noch und immer wieder gerne, ob es zu Hause ist oder im Auto, immer mal wieder John Williams, weil dieser Soundtrack halt auch einfach phänomenal ist. Man hört zu 100%, dass es John Williams ist. Zweitens ist es einfach schön und toll und ruhig und je nachdem, welcher Cast jetzt zuerst rauskommt, ob Serie oder Film hier, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es einfach so beruhigend ist, ne? Irgendwie. Genau. Ja, man muss selbst sagen. Selbst diese Spannungsmomente, dieses, ich kann es ja, gar nicht nachmachen, aber alles, ja. Ja, man muss sagen, die Main-Theme von Jurassic Park, das ist einfach ein unglaublich beruhigender Score für mich. Das ist einfach, ja. Das ist so eine hochgradig emotionale Musik, das kann man gar nicht in Worte fassen. Sogar wenn diese Musik mal zur sarkastischen Untermalung irgendwie genutzt wird, kriegst du da trotzdem so halt Gänsehaut. Ja, egal, da kannst du, da kann ich euch auf dem Klo zugucken, wenn der Soundtrack da läuft, dann wird es einer meiner Lieblingsclips. Das verspreche ich euch. Also geil. Guckt uns der Till gerne auf dem Klo zu. Cool. Genau. Ja, wenn ich die Kamera dann fertig installiert habe, ja. Ja, dann siehst du halt ein paar Kackwürste von unten, egal. Leg den Jurassic Park drauf und dir gefällt. Ja. Ist klar. Ganz genau. Apropos Kackwürste, das ist auch der verdammt größte Haufen Scheiße, den es, glaube ich, jemals im Kino zu sehen gab, oder? Ja. Ich frage mich heute noch, wie der so hoch werden konnte. Weil, ja, wenn der Triceratops daneben stehen würde, wäre der, glaube ich, höher als der Triceratops. Der hat Zeit wahrscheinlich einen flotten Otto gehabt und deswegen hat sich das so ein bisschen gestapelt. Er hat das falsche Gras gegessen. Ja. Das sind halt die giftigen Pflanzen gewesen. Oder die Omas Kekse. Gezüchtet werden. Omas Kekse, genau. Ja, das waren ja die giftigen Pflanzen, ne? Die war ja auch krank und genau. So. Und ja, das ist nicht ganz perfekt, meine Überleitung, aber so könnten wir wieder zur Story zurückkehren. Vom Schwärmen weg. Schwärmen weg, böse. Zur Story. Genau. Ja, was möchtest du denn zur Story beitragen? Nur so ein bisschen vom Verlauf des Films, meine ich jetzt, weil wir gerade so hin und her gesprungen sind. Ach so. Vom tollen T-Rex hin zu Haufen Kacke hin zu, genau. Ja, weil gut. Das auch... Geben wir uns einfach Mühe, etwas chronologisch fortzuschreiten. Also in diesem Film ist der wissenschaftliche Background auch ein bisschen mehr herausgearbeitet. Also man gibt sich schon ein bisschen mehr Mühe, das Ganze zu erklären.
als jetzt in den Nachfolgern, wo man sagt, ach hier, guck mal, Dino, nimm's hin. Da haben sie es halt wirklich mit diesen kleinen Werbefilmchen da erklärt, ja, dass sie auf dem Bernstein die DNA nehmen und so. Auch wenn wir jetzt mittlerweile wissen, dass das keine Dinos sind, sondern Klone ohne Gefieder und alles. Aber es sieht halt in der klassischen Version, wie wir es kennen, halt einfach cooler aus. Genau. Und man muss jetzt natürlich auch sagen, der Film ist von 1993. Ist jetzt kein großes Geheimnis, aber über die Jahre gibt es einfach so viele unglaublich neue Erkenntnisse und neue Forschungen im Bereich der Saurier. Der T-Rex, wie er 1993 dargestellt worden ist, ist der, mit dem ich dieses, diese Kreatur assoziiere. Wie heißt das Wort noch? Assoziiere. Assoziiere. Genau, danke schön. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Heutzutage weiß man, dass er höchstwahrscheinlich anders ausgesehen hat. Aber ich find's irgendwo immer noch sympathisch, dass man trotzdem an dieser Linie festhält, weil es ist natürlich immer noch ein Film. Nicht nur das, Michael Crichton hat, als er dieses Buch geschrieben hat, er war der auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand und keiner hat so schön geschafft wie Michael Crichton, so diese wissenschaftlichen Abhandlungen in seine Storys zu verflechten, um den Ganzen wirklich so eine Doppelbödigkeit zu geben. Deswegen vermisse ich ihn als Autorin sehr. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe auch beide seiner Bücher gelesen. Toller Mann. Ich bin gerade dabei. Ich bin jetzt durch die Serie irgendwie wieder heiß geworden auf Jurassic Park und auf Dinos. Und jetzt hole ich das Buch nach und ich kann das so vom Wissenschaftlichen, weil ich meine, am Anfang handelt alles von der Wissenschaft in diesem Buch. Die Erklärungen sind der Hammer. Also es klingt alles irgendwie, es könnte auch 2020 sein, weil ich kenne mich eh nicht mit Genforschung aus. Deswegen klingt es alles ganz gut und es wird auch im Film gut portiert, finde ich. Also es ist nicht zu trocken. Es ist der DNA, macht das mit unserem Milliardär, dem der ganze Park ja Hammond gehört. Genau. Er hat keine Kosten gescheut. Auf jeden Fall wird das alles ganz gut erklärt. Und die haben das alles doch schön auf die Leinwand gebracht. Ja, mit allem meine ich Spielberg, weil er ist einfach ein Meister seines Fachs. Zu dem Zeitpunkt hatten sie halt alle Angst wegen dem Klonschaf Dolly. So von wegen Klonen ist das nächstes schlimme Ding. Davor war es Radioaktivität, was halt einen gewissen Stan Lee immer dazu inspiriert hat, seine Helden mit Radioaktivität in Berührung zu bringen. Wäre Jurassic Park ein bisschen früher entstanden, wären es wahrscheinlich auch irgendwelche radioaktiv verstrahlten Viecher geworden. Ja klar, es ist ein Produkt seiner Zeit, genau. Auf jeden Fall. Und dennoch verdammt gut gealtert. Oh ja. Haben wir ja schon gesagt. So, wenn es fängt ja... Nee, man sieht ja gar keinen, am Anfang sieht man ja nur, ich glaube, dieses Raptor-Auge, ne? Genau. Und mehr ist da ja nicht. Und das ist so für den Zuschauer, gerade aus der Sicht von jemandem, der diesen Film als allererstes sieht, das allererste Mal sieht, ist das irgendwie ein cooler Spannungsaufbau. Man weiß natürlich ungefähr, worum es geht und dann wird alles so ein bisschen erklärt. Dann sieht man dieses Raptor-Auge und sieht, wie der Typ in den Käfig gezerrt wird, weil natürlich geht auch irgendwie irgendwas schief. Und also man wartet sehnsüchtig. Einerseits, bei mir war es zumindest so, dass man endlich ein Dino sieht. Und andererseits sieht man ja am Anfang, dass die Hauptcharaktere, um die es geht, gespielt von, helft mir kurz, Sam Neill und Laura Dern. Jeff Goldblum. Und Jeff Goldblum, genau. Einmal Dr. Grant. Wie heißt Ellie? Ellie mit Nachnamen? Ellie Sattler. Sattler, genau, vielen Dank. Und Ian Malcolm. Das sind die drei. Malcolm. Man will sehen, wie die auf Dinos reagieren. So ging es mir zumindest. Und dann kommt ja diese Szene nach den ganzen Intros und Erklärerei und Charaktere kennenlernen, dass sie dann auf dieser großen Wiese zu diesem fantastischen Soundtrack diesen Dinos sehen. Oh mein Gott. Absolute Gänsehaut. Das ist somit die schönste Szene, die in meinen Augen jemals in einem Film gedreht worden ist. Oh yeah. Ja. Und ich stehe dazu, ich krieg jedes Mal Tränen in den Augen bei dieser Szene. Hammer, das ne? Ist, ja. Ich weiß nicht, wie ich als Kind reagiert habe, da bin ich ehrlich. Es war wahrscheinlich genauso schön. Aber als ich ein paar Jahre später den Film dann halt nochmal gesehen habe und diese, man weiß im Kern, was passiert, aber man kann sich irgendwie in Dr. Grant hineinversetzen, was für ein Impact das für ihn sein muss. Er ist diese Koryphäe in seinem Gebiet der Paläontologie. Und er ist natürlich ein großer Skeptiker von dem, was da auf Isla Nublar passiert. Aber dann sieht er
diesen Brachiosaurus in seiner wahrhaftigen Blüte vor sich stehen. Und dann, wenn die Musik einsetzt von John Williams und das ihn quasi wortwörtlich von den Beinen holt, das ist einfach so eine wunderschön, ja, inszenierte Szene, da fließt es bei mir jedes Mal in Strömen. Ja, ist wirklich, wirklich großartig. Vor allem, wie sie dann direkt feststellen, dass die ihre Forschungen verwerfen können und das ist gar nicht schlimm für die, weil es sie so packt und sie das so feiern. Ganz, 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 ganz großartig. Gehe ich mit. Ich glaube, ich gucke den gleich, ey, ganz ehrlich. Ja. Ich dachte, du guckst gleich The Boys. Ja, abwarten. Ja. Ja, und das hat halt tausend Momente, ne, irgendwie. Ja, und das ist ja das Schöne. Du siehst die Dinos tatsächlich nur so 7 bis 16 Minuten. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Länge, aber die Highlights sind so gut gesetzt, dass dir das gar nicht auffällt, dass du die Dinos nur so eine kurze Zeit des Filmes siehst. Ich bin da immer wieder verwundert, wenn ich das lese. Was? Die waren nur so kurz zu sehen? Ja, das ist, kommt es, einem nicht so vor, ne? Genau, es kommt einem mehr vor. Das stimmt. Ja, das finde ich auch. Irgendwie man, weil es jedes Mal halt so prägnant ist. Und ich glaube, wenn jemand jetzt mit, ich sag mal, also wenn man mit 6, 7, 8, 9 guckt, hat man vielleicht noch nicht so viele Dino-Filme gesehen oder nicht so viel Kinoerfahrung. Aber wenn das ein 15-, 16-Jähriger guckt, ich glaube nicht, dass der so abgeholt wird wie wir, weil der hat einfach schon viel gesehen. Der hat viel Action gesehen, der hat viel Effekte gesehen, der hat wahrscheinlich auch irgendeinen Dino-Schmonz geguckt, keine Ahnung. Und kann vielleicht nicht so ganz da, auch zu Recht meinetwegen, weil die wachsen ja leider, die wachsen ja anders auf, mit anderen Sehverhältnissen. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich finde, dass man die Saurier so wenig sieht, der Film aber trotzdem so unglaublich gelungen ist, das spricht für die Qualität des Films und das spricht auch faktisch für eine andere Zeit des Kinos. Wenn, wie du jetzt schon angesprochen hast, wenn heutzutage die Kids so mit 15, 16, die kennen potenziell Jurassic World schon. Und Jurassic World, das ist jetzt, finde ich, kein großer Spoiler, ist im Kern eine Art Kopie von Jurassic Park im Filmaufbau. Jurassic World glänzt nur mit viel mehr Action und Krach-Bum-Peng-Inszenierung. Und wenn jemand zuerst Jurassic World guckt, ist er einfach auf diesem, ja, ich sag mal, Level. Und wenn er dann Jurassic Park guckt, wird er zuerst denken, oh Mann, wie alt ist das denn? Und wo sind die Dinos? Und trotzdem muss ich sagen, was mir die Jurassic World Filme so ein bisschen zerstört hat, waren zum Beispiel die Raptoren, die ja da fast schon zu Haustieren runterdegradiert wurden. In den ersten 2 Filmen, da waren das noch so richtig schön gefährliche Jäger, vor denen du Angst haben musstest. Ja. Ab den 3. wurden sie schon degradiert, weil wir da diese komische Pfeife dann hatten, die korpulierende Schildkröten imitiert hat und deswegen die Raptoren so ein bisschen beruhigt hat, aber egal. Ja, und hat er nicht, wir schweifen ab, aber hat er nicht irgendwas vermutet da reingesprochen, irgendwie eine Drohung oder so, und dann sind die abgehauen oder so? Ich weiß es auch nicht. Ist ja auch egal. Ja, gemocht, riesiger, Kinder zu riesiger Quatsch. Das war doch klar. Schon mal dann. Ja, der riesiger Quatsch. Ja, und ja, zu Dino-Zeit. Ja, das ist, jede Szene mit einem Dino ist halt ein Highlight. Also, das fängt an mit dem, die Szene, die wir gerade besprochen hatten, ne, auf dieser großen Wiese, genau, mit dem Brachiosaurus. Der Herde, mit den Brachiosauriern. Dann sieht man die Geburt eines Dinos und auch, und ich zerschmelze ja bei Animatronics und Puppen und so in Film. Weil es auch heutzutage wird das ja, wenn es benutzt wird, sieht das so toll aus. Und dann sieht man diese Raptor-Geburt. Ja. Das ist so schön. Und dann gleich dieses, hier werden Raptoren gezüchtet, so dieses. Ja, was gleich ist denn diese los mit unterschwellige, euch? Ja, diese Bedrohung, die da herrscht, wo Sam Neill halt gleich sagt, ey, also Dr. Grant im Film, seid ihr völlig geisteskrank. Das ist halt nur so ein bisschen Foreshadowing für das, was noch kommt. Und du weißt, von der ersten Szene, die sind fucking gefährlich und ist natürlich am Anfang in der Ausgrabung, bevor die auf die Isla Nubla fliegen, ist halt auch diese Szene mit diesem kleinen, dicken Jungen. Wie er mal halt erklärt, ja, er schlitzt einfach deinen Bauch auf und dabei lebst du noch.
Also man weiß genau, was das für krasse Viecher sind. Da war ja auch halt ursprünglich die Theorie, dass dieser dicke Junge, den er so traumatisiert, Chris Pratts Charakter aus den Jurassic World Filmen wird. Nö. Ja, wow. ich hoffe nicht. Es wäre auch wirklich zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, definitiv, ja. Deswegen. Ach, es ist einfach schön. Dann kommt der, als nächstes kommt doch der Triceratops, ne? Genau. Ja. Leider kranke Triceratops. Genau, weil die Paläobotanikerin feststellt, dass es alles giftige Pflanzen sind. Die haben halt gezüchtet und wollten halt alles irgendwie authentisch haben. Das Ding war giftig. Ja. Die haben die Pflanzen einfach reingeklatscht, weil sie cool und exotisch aussahen, die Und genau. Da sind wir schon wieder bei. Wie dumm sind die Organisatoren eigentlich? Und Richard Hammond, der ja sonst wirklich keinen Kosten und Mühen gescheut hat, wieso sagt der dann nichts dagegen? Ja, klar. Ja, man muss schon sagen, er pumpt da Millionen von Dollar in den Entstehungsprozess von einem 65 Millionen Jahre ausgestorbenen Lebewesen, aber ist so dumm, die richtige Pflanze auszuwählen. Genau. Das ist schon nicht so schlau. Das ist einfach so. Ja. Aber auch die Szene mit dem Triceratops, wo er da drauf liegt und dem Atmen zuhört. Oh ja. Das ist auch wieder eine total schöne Szene. Und kommt dir direkt gerne nicht das gemacht mit dem Kackhaufen. Ja, genau. Und dann kommt der Kackhaufen und das ist wirklich ein Riesenhaufen Scheiße. Es ist einfach Ian Malcolm, Jeff Goldblum ist einfach, der Typ ist Gold. Mit dem Film wurde Jeff Goldblum dann auch endgültig nach Die Fliege dann zu so einer Medienikone. Also danach ist er wirklich zu Goldblum geworden. Auf jeden Fall. Ja, er ist in Independence Day ist er auch Ian Malcolm, nur heißt er da anders. Also, er ist halt ein richtig geiler, lustiger Typ. Das ist einfach so. Du merkst in diesem Film auch den Darstellern am ehesten an, dass sie Bock hatten. Du siehst denen an, dass die richtig Spaß am Set gehabt haben mussten und nicht vor irgendwelchen Greenscreens standen und begeistert schauen mussten. Ja. Und du hast hier auch wieder die Kids. Also das hatten wir, um kurzen Bezug zu dem Grund des Casts, ist ja mit die Serie, wo du ja auch so echt viele nervige Kids hast. Und die beiden sind auch irgendwie quirlig und nervig so ein bisschen. Ne? Der eine labert die ganze Zeit Dr. Malcolm zu. Das Mädel ist auch irgendwie anstrengend und ist quatscht alle voll aber es ist halt, sind halt Kinder irgendwie, die sehen Dinos, also es ist doch der Hammer, das ist doch, dass die so völlig durchdrehen und es hat so ein bisschen späten 80s-Flair gemischt mit den 90ern, es ist einfach so, das ist ja die Zeit, aber das Geile ist, sobald es wirklich gefährlich wird und ernst wird, dann ist der Film fucking gruselig und die Gefahr ist echt, also es ist, das ist halt dieser Spagat, der da gemacht wird, das ist geil. Das klappt einfach zu 100%, wenn dann der T-Rex kommt. Ja. Und jetzt mal ehrlich, würden da in dem Auto drei zynische alte Menschen sitzen, das wäre nicht halb so intensiv gekommen wie die Kinder, die dann im Auto sitzen und absolut hilflos sind. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich vergleiche das halt wirklich mit diesem S-Effekt. Wenn das Vieh Kinder attackiert, da bist du direkt drin und denkst, oh scheiße, was passiert jetzt? Bei den Erwachsenen, ach ja, okay, komm. Der wird dann mit einem lustigen Spruch auf den Lippen abkratzen, ja, von mir aus. Ja, genau, ja klar. Ja. Allein für die Spannung ist es natürlich auch super. Aber es ist halt Spielberg. Man weiß, Spielberg hält an diese Regeln. Kindern passiert nichts. Also alles gut und trotzdem geht dir da kurz der Kackstift. Ja. Spielberg kann diese Art von Abenteuerfilmen, das kann er halt. Hätten wir die Kinderzimmer von den beiden gesehen, wäre auch alles voll mit Star Wars geklatscht. Also das ist halt die Spielberg-Formel und sie funktioniert super. Ich finde es halt lustig, dass du in den Park dann auch so super viel Merchandise siehst, dass es dann dass es dann einfach nicht gab. Also da haben sie. Oh, wie gern ich das gehabt hätte. Ja, richtig geil. Ja, richtig geil. Und wer von euch, also denkt heutzutage noch an den T-Rex, wenn er ein Glas Wasser vibrieren sieht. Immer. Ist das, oder? Ist es, das hat so geprägt. Ich warte nur drauf, dass er kommt. Ja, ist wirklich, das ist der Hammer. Und dann kommt dieser T-Rex da durchs Gehege geschossen. Passt. Ach, wir haben unseren Dicken noch gar nicht erwähnt. Den Michael Knight, aka Nedry. Und? Nedry.
Samuel L. Jackson war in den Film. Ja, natürlich. Dennis Nedry. Ja, genau. Dennis Nedry. Von Wayne Knight gespielt. Vielleicht kennt man ihn vielleicht auch nicht. Ich kenne ihn aus Seinfeld. Samuel L. Jackson braucht man. Ja, genau. Newman. Samuel L. Jackson braucht man eigentlich nicht erwähnen, weil er ist in jedem Film, oder? Ja, aber in dem Film war es so, dass er noch nicht so diese Marke war. Nee. Er war einer der wenigen Darsteller, die kein hochwertiges Spielzeug bekommen haben. Jackson war da richtig angefressen und seitdem ist bei jedem Film oder bei jedem Franchise, wo er eine größere Nebenrolle hat, hat der irgendwie ein besonderes Spielzeug. Also er ist tatsächlich der Darsteller mit den meisten Lego-Figuren, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Man muss es einfach Mace sagen. Windu, Nick Fury, alles, was er halt Als der Film erschien, war Samuel L. Jackson noch nicht der Bad Motherfucker. Nee, genau, Pulp Fiction kam erst 94, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, der kam ein Jahr später. Und da Also hat den erst Tarantino hochheben müssen. Ja, so wie wie immer. Jeden hochhebt. Ja, genau, genau. Das Übliche. Ja, und der Nedry, und der Nedry hat ja dann die Aufgabe, die tiefgefrorenen Embryos zu klauen. Und auch da frage ich mich, da ist ein schwerer Milliardär, aber dieser Park wird durch einen Sturm und durch einen Saboteur massivst noch beeinträchtigt. Also wo sind die Sicherheitsvorkehrungen und wieso lässt man sich von einem Sturm so lahmlegen? Kann man damit nicht rechnen? Er wurde ja lahmgelegt, weil Nedry alles lahmgelegt hat, ne? Ja, aber also ich habe das immer so gesehen, das ist der Computerexperte, der hat da alles lahmgelegt, hat die ganze EDV manipuliert und dann funktioniert halt nichts mehr. Also so sehe ich das. Mit einem zugekniffenen Auge. Und bei dem Film kann man das da schwingt halt echt viel Nostalgie mit. Ja, aber ich finde das mit der Nostalgie, weiß ich nicht. Na klar ist der nicht 100% irgendwie fehlerfrei, aber Hier funktioniert diese Nostalgie besser als bei dem Rekopierten, das wir bei Jurassic World vorgesetzt bekommen haben. Da ist es schon eher so, erinnerst du dich noch 1993, Jurassic Park? Also diese Referenzen, die so gewollt wirken. Und das war eben das Fundament dafür, dass wir Älteren da teilweise nur genervt mit den Augen rollen können. Ja, ja, aber das war manchmal genau das, was drüber. Ja, genau. Das, was Jurassic Park schafft, hat Jurassic World halt nicht so ganz verstanden, ne? Dieses, wo man da diese Grenze zieht, finde ich. Ja, ich sag nur Mosasaurus. Also, das ist überhaupt nicht akkurat. Welcher was? Der Mosasaurus. Der Mosasaurus. Das Wasser, wie das eigentlich nur eine Pilzrettung sein müsste, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das stimmt, ja. Aber mein Gott. Ja, wir sind jetzt schon schön am Abschweifen. Ja, muss man ja auch so ein bisschen. Aber das ist halt, weiß ich nicht, das Klickertraining mache ich mit Katzen. Das mache ich nicht mit Raptoren. So. Und sogar die Katzen sagen dir, ey, was soll denn der Scheißdosenöffner? Ja, ganz genau. Ja, und das ist halt das, was ich vorhin halt meinte. Irgendwie wenn es ernst wird, dann ist es ernst, dann ist es gefährlich bei Jurassic Park. So, und dann bist du als Kind, bist du fertig. Vor allem, wenn der T-Rex dann den Typen auf dem Klo noch irgendwie snackt zwischendurch. Gennaro. Also da war ich nicht, genau. Ja gelacht, aber okay. Aber wie so schön gesagt wurde, was muss, das muss. Ja, genau. Und im Endeffekt ist die Gefahr für mich und das Ernstzunehmende bei Jurassic World da gestorben, als ich halt wusste, ja, die machen so eine Scheiße mit diesen Raptoren, da war ich raus. Und sowas gibt es in Jurassic Park nicht. Das hast Jurassic du da nicht. Jurassic Park ist einfach pur. Ja. Da kommt alles zusammen. Ich finde, ja, als Metapher, Jurassic Park ist ein Whisky und Jurassic World ist ein Whisky on Ice. Ja. Es ist das Gleiche, aber irgendwie nicht. Genau, ja. Wobei Whisky on Ice, die kann ja noch schmecken. Ich würde eher sagen, also Jurassic Park ist ein Whisky und Jurassic World ist dann eher so diese verdünnte Sangria-Flasche, wo du dann keinen Bock hast, weil du schnell überzuckert bist. Ja, und Jurassic World 2 ist einfach nur noch destilliertes Wasser. Mit so ein paar Tropfen erst ab einem Whisky. Finde ich. Ja, weil wenn du destilliertes Wasser trinkst, wird es gefährlich, weil das Wasser dir die Nährstoffe aus dem Körper zieht. Und das hat Jurassic World 2 mit mir gemacht. Der hat mich so ausgelaugt, weil ich war so sauer. Ich finde aber Fallen Kingdom in der ersten Hälfte super stark und schwächt dann erst ab. Ja, durch den ganzen Scheiß, der da passiert ist, weiß ich nicht. Du hast halt erst mit dem Vulkan erst dieses. Ne?
du hast halt erst dieses, ja Mann, geil, ich habe keinen Durst mehr, und dann merkst du plötzlich, wie es dir die Nährstoffe entzieht. Ja, aber ja, ich mag genau die Ausgangssituation, die das Ende von Jurassic World 2 bietet. Ich hoffe nur, die schlachten es nicht allzu sehr aus. Ach, das werden sie, das werden ja, sie. Ja, leider. Ja. Und ich freue mich Park trotzdem auf Teil 3. Wie gesagt, wir sind ein bisschen ausgehungert durch das Covid-Jahr. Wir werden uns alle freuen, mehr als wir es dieses Jahr getan hätten, wenn er dieses Jahr rausgekommen wäre. Ja. Also ich werde nicht ins Kino gehen, das sag ich euch. Ich will einfach Sam Neill im Kino sehen. Ach fuck, stimmt, er ist dabei. Und Jeff Goldblum in einer hoffentlich größeren Rolle. Und Laura Dern. Ja, Laura Dern hat sowieso jetzt ihren Durchbruch geschafft. Das Trio Infernale ist wieder mit Dinos zugange. Ja, okay, das ist natürlich, die drei sind halt, vielleicht gehe ich doch rein. Kleine Empfehlung, Laura Dern war ja auch öfter bei David Lynch vertreten, also die hat sich dann noch am ehesten von allen dreien, zumindest im Filmbereich, gemacht. Jeff Goldblum hat halt immer wieder Variationen von Malcolm gespielt. Ja, das ist so, ja, das stimmt eigentlich. Kleiner Querverweis. Neben einigen durchaus spaßigen Rollen von Sam Neill hat er auch eine Whisky-Distillerie. Ehrlich? Ja. Und er hat in sehr gut einem meiner Lieblingshorrorfilme mitgespielt bei John Carpenters, Die Mächte des Wahnsinns. Ah, okay, ich dachte, du meinst jetzt Event Horizon. Oder? Ich hätte jetzt auch Event Horizon ist gesagt. Okay, das ist der beste Film von dem Resident Evil-Macher, ist jetzt aber bei ihm auch kein Qualitätsmerkmal. Ja, es ist, haben irgendwie nicht, das ist so ein bisschen wie, man landet immer bei Star Wars übrigens, ne? Es hat irgendwie niemand so richtig geschafft. Klar, Harrison Ford hat natürlich eine Karriere hingelegt. Samuel aber, Jackson auch, aber okay. Ja, Jackson dann auch, aber irgendwie war das nichts, wo man danach irgendwie dann, wo man redet ja, Samuel L. Jackson, klar, aber die anderen eigentlich nicht. Laura Dern hat auch jetzt erst angefangen, richtig nochmal durchzustarten. So von, ja, und von Star Wars über Marriage Story. Alle drei hatten sie trotzdem ihre markigen Genrefilme, bei denen sie gut was beigetragen haben. Also sie wurden nicht zu sehr verramscht. Vielleicht kann man es auch so sehen. Alles starke Charakterschauspieler irgendwie. Jeff Goldblum wurde mir ein bisschen durch die Disney-Plus-Serie The World According to Jeff Goldblum versaut. Mhm. Ja. Ich fand dich aber wunderbar. Ja, ich habe jetzt die erste Folge nur geguckt. Irgendwie, man darf es halt nicht auf Deutsch gucken. Aber eigentlich hat es mir jetzt auch ganz viel Spaß gemacht. Werbefilmchen, Marke Disney, und wir schweifen schon wieder ab. Ja, so ist es. Aber wenn man über einen der besten Filme aller Zeiten spricht, dann muss man auch einfach so ein bisschen ausholen. Was wir jetzt aber auch erwähnen können, wenn wir den Vergleich Buch und Film hinzuziehen, das Buch ist schon deutlich härterer, kompromissloserer Survival-Horror ab einem gewissen Zeitpunkt. Da ist es richtig blutig, da ist es richtig heftig, da sind die Dino-Attacken nochmal ein paar Spuren krasser. Da werden keine Gefangenen gemacht, da überlebt es auch eigentlich Ian Malcolm nicht. Aber er bringt das Geld in die Kinos. Und deswegen wird er dann auch reanimiert, mehr oder weniger. Ja. Und trotzdem, es ist ein Steven Spielberg-Film, weil Steven Spielberg wird dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt dieser zerrüttete Familienkonflikt hervorgeholt. Und diese Familie versöhnt sich dann am Ende natürlich. Und dieser Konflikt, der zieht sich über alle Jurassic Park-Filme hindurch. Das ist immer irgendwie ein Film über eine funktionsgestörte Familie, die zufällig auf einer Insel mit Dinos landen. Ja, das stimmt. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Nee, aber das ist richtig. Wie du schon sagst, ich habe das Buch natürlich auch erst Jahre, nachdem ich den Film schon dutzende Mal gesehen habe, gelesen. Und ich bin wirklich froh, dass ich es gelesen habe. Also das gilt jetzt für Jurassic Park als auch Vergessene Welt. Weil ich finde, es öffnet nochmal Türen. Man lernt den Film nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und ich finde interessant, wenn man das Buch dann gelesen hat, den Film nochmal zu gucken, weil man dann nochmal ganz andere Blickwinkel auf verschiedene Szenen werfen kann oder Einsichten hat in verschiedene Szenen. Vor allem, es gibt auch Szenen, die hätte ich so gerne in den Jurassic Park Film gesehen, wenn der T-Rex die Leute da durch den Fluss jagt. Das ist so eine cool beschriebene Stelle.
Und Buch, da gibt es dann auch so Passagen, da merkst du, dass Richard Hammond deutlich mehr vorhatte. Also er wollte es nicht nur bei diesem Dino-Park belassen. Er hatte auch vor, dass Leute, die total auf die Dinos abfahren, dass die eventuell auch so kleine, handzahme Dinos für ein paar Milliarden als Haustiere mit nach Hause nehmen können. Genau, und da, interessant, dass du es ansprichst, da finde ich den Querverweis auf Fallen Kingdom wieder interessant, weil es da tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht, nur nicht mit handzahmen Dinos. Mhm. Das heißt, im Kontext vom Buch war die Idee aus Fallen Kingdom schon, ja, faktisch schon greifbar. Ja, aber eine Umsetzung, ne? Genau. Und immer wenn ich von einer Fortsetzung von Jurassic Park gelesen habe, dann wird gesagt, ja, da gab es doch in Teil 1 so diesen einen coolen Satz von Ian Malcolm oder im Buch, da gab es so diese eine Passage, das haben wir noch nicht so umgesetzt gesehen bekommen. Also im Prinzip hangelt man sich mit den Fortsetzungen immer wieder an so coolen Passagen der beiden Bücher, wo man auf einmal merkt, cool, das hatten wir noch nicht umgesetzt. Und trotzdem haben wir noch nicht mal ansatzweise alle Dinos aus den Büchern gesehen. Da gibt's noch ein paar mehr Rassen. Also da hast du eine Karte, da wird dir gezeigt, die und die Dinos, die leben auf dieser Insel. So und so ist die Körpergröße. Das haben sie da wirklich schön ausführlich erklärt. Und auch ihr Revierverhalten und alles schön ausgiebig, dass du dir da wirklich vorkamst wie in so einem Dschungel mit einer funktionierenden Fauna und Flora. Ja. Ja, man muss schon sagen, so, man hat sich schon sehr in das Buch hineinversetzen können, finde ich. Also, ich fand es auch super, dass am Anfang so eine Karte mit den ganzen Gebieten der Saurier war, weil ich habe mich oft dabei, ja, entdeckt, wie ich dann nochmal nach vorne geblättert habe, um dann mal auf die Karte zu gucken, weil man dadurch natürlich auch so ein Gefühl bekommen hat, wo man gerade auf der Isla Nublar sich befindet im Verlauf der Story. Und das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr schöne Idee. Und was mir noch eingefallen ist, die besprochene Bootstour mit dem T-Rex, die hat zwar bisher nie einen Film geschafft und wird es wahrscheinlich in der Form auch nie, aber in den Universal Studios in den USA gibt es von Jurassic Park tatsächlich eine Attraktion, wo man genau auf diese Tour gehen kann. Oh, cool. Das ist ja richtig gut. Ja. Irgendwann mal abseits von Corona wäre das vielleicht eine Idee. Auf jeden Fall. Dann machen wir doch eine Live-Schalte aus der Bootstour. Ja, das will ich. Das ist eine feine Sache. Ja. Aber wie du es schon gesagt hast, das mit der Karte war halt auch cool. Und ich fand das lustig, dann so diese Wege nachzuvollziehen und wie oft sie kurz davor waren, da aus dem Park rauszukommen und dann irgendwie Zufälle dann doch irgendwie dran vorbeigeeiert sind. Ja. Wäre doof, wenn das Buch nach 200 Seiten vorbei ist, ne? Aber die Anlage hat halt wie auch bei Westworld, Grüße an den Westworld-Cast übrigens, auch immer wieder so kleine versteckte Passagen, wo die Elektronik versteckt ist, wo man sich dann zu helfen hätte wissen können, wenn man es denn weiß. Aber das sind natürlich Touristen, die irgendwie da gar nicht Bescheid wissen und alle, die denen hätten helfen können, die werden recht schnell in ein Buch gemeuchelt. Ja, das stimmt. Ich finde auch die Vergleiche der Charaktere interessant, also im Vergleich zwischen dem Film und dem Buch. Weil zum Beispiel so ein Charakter wie Gennaro, der dann leider beim letzten Geschäft gefuttert wird, der hat einfach eine komplett andere, ja, ich nenne es mal Dynamik im Buch. Oder auch so Charaktere wie Muldoon oder so, der denkt, er wäre der krasseste Killer. Ne? Und dann muss ein kleines, cleveres Girl einfach mal dazwischen funken. Da merkt man einfach, dass manche Charaktere einfach wirklich sehr drastisch an den Film einfach angepasst worden sind. Manche Charaktere müssen in den Filmen halt gewisse Klischee-Rollen spielen, um dann noch so ein bisschen so den moralischen Stempel aufzudrücken und das Ganze ein bisschen familienfreundlicher zu machen. Ja. Ja, deswegen ist Spielberg am Werk, ne? Genau. Familie, hatten wir ja schon gesagt, Familie kann er. Den Geistenfakt haben wir ja nicht erwähnt. Also Spielberg hat diesen Film fast zeitgleich zu Schindlers Liste gedreht und hat dann teilweise Anweisungen über Fernschaltung gemacht. Also dass er neben Schindlers Liste fast zeitgleich Jurassic Park gedreht hat, zeigt eigentlich die krasse Bandbreite, die Spielberg eigentlich hat oder haben kann. Ja, Das ist wirklich der Hammer. Vor allem zwei Filme. So gegensätzliche Filme.
Das ist völlig gestört einfach. Ja. So irgendwie, mit beiden setzt er auch einfach mal filmhistorische fette Maßstäbe. Das ist der Hammer. Also man erinnert sich an die geilen Dinos, man erinnert sich aber genauso auch an den roten Mantel. So, was jetzt Schindlers Liste angeht, so, man hat seine Filme einfach im Kopf. Also der kann es. Der ist nicht umsonst irgendwie Milliardär. Also, er hat schon einiges eingespielt. Er hat auch mit damals einen ähnlichen Hype ausgelöst mit Der weiße Hai. Ja, und alles. Auch also da der Typ ist, hast du den Hai nicht ewig gesehen, einfach weil Bruce wasserundicht war. Und deswegen haben sie die Spannung so erzeugen müssen. Ja. Also die Hai-Attrappe. Deswegen hat er sich vielleicht erst recht Anfang der 90er ausgetobt, weil erstens finanziell ist er natürlich dann natürlich viel krassere Mittel gehabt und technisch ist das natürlich, er hat alles ausgereizt. Also bei Der weiße Hai ging das alles noch nicht so gut. Und Jurassic Park, ja, da hat er einfach mal ein Dino gebaut. Aber vielleicht war auch Der weiße Hai so ein Grund, dass er da wirklich so einen Wert auf die Animatronics gelegt hat, dass die funktionieren. Ja, ist echt der Hammer. Und das, man kann sich auch da, die Making-ofs kann man sich auch angucken. Das ist wirklich beeindruckend, was die da einfach für, die haben einen lebensgroßen Dino gebaut. Und deshalb funktioniert das Ganze auch so gut. Erstens, das ist riesengroße Animatronics. Und das CGI ist erstens beim T-Rex ja auch viel im Dunkeln und bei Nässe. Das ist ja noch ein bisschen einfacher dann zu animieren und einfacher ein bisschen realistischer darzustellen. Und das Gleiche bei den Raptoren. Du hast ja auch immer nur ganz kurze CGI-Momente. Weil entweder siehst du sie ganz nah als Puppe, als Animatronic. Und wenn du sie im Ganzen siehst, wie sie sich bewegen als Computeranimation, dann schaltet da immer die Kamera wie auf eine andere Szene. Und man sieht auch oft immer mal wieder die Beine von den Raptoren. Das ist einfach ein Typ, der hat sich Raptoren-Gummistiefelbeine angezogen und stopft halt durch die Küche. Das ist halt, und diese Mischung, die möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die vergessen halt viele Filmemacher heutzutage, wie CGI richtig funktioniert. Vielleicht ist es manchen egal, natürlich ist es auch eine Kostenfrage, aber deshalb finde ich, funktioniert Jurassic Park immer noch so gut, was auch jetzt die Effekte angeht, weil diese Mischung stimmt. Und das halt so eingesetzt wird, dass es nicht allzu sehr stört. Ich mag auch diesen kleinen, feinen Moment, wo die Raptoren die beiden Kinder so durch die Küche jagen. Auf einmal blitzt so dieser Code auf. Also du siehst den Velociraptor und auf sein Gesicht knallt so dieser Code. Also dass du siehst, ja, das ist so ein genetisches Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Weiß ich nicht. Tatsächlich vielleicht erzählst du mir jetzt was ganz Neues, was ich noch nicht weiß. Da bin ich jetzt auch überfragt. Aber als sie da durch dieses Labor gejagt werden, also ich weiß nicht, ob das ein Projektor ist, der dann auf den Raptor scheint. Genau. Du meinst als Metapher. Genau, quasi. Genau. Ich bin gerade noch in dieser Küche hängen geblieben. Ja, stimmt. Sieht man denn im Auge eines Raptors einen Code? Nee, nicht im Auge, sondern da knallt dieser Projektor. Das Projektorlicht auf den Raptor und auf einmal siehst du auch so diesen Code und dann, das ist dieser DNS-Strang, whatever. Das ist halt ein künstlich erzeugtes Vieh. Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich dachte, du meinst wie so ein Barcode im Auge. Nein, wir sind hier nicht in den Büchern bei den Snickers fressenden Raptoren. Die hier sind tatsächlich bedrohlich. Nee, das stimmt. Dann weiß ich, was du meinst. Ja. Und auch es ist ja auch eine Abhandlung von wegen Natur gegen Technik. Und egal, was sie da für Vorkehrungen hatten, von wegen nur weibliche Dinos, das Leben findet halt seinen Weg. Und die Dinos haben halt immer über die Technik gesiegt. Also das war auch so das, was du aus den Jurassic Park-Teil mitgenommen hast, dass die Technik irgendwie immer in die Schranken gewiesen wird. Das stimmt. Ich habe jetzt, weil ich jetzt mit dem Buch angefangen habe, habe ich endlich die Chaos-Theorie verstanden. Tatsächlich. Da wird es ja wirklich immer sehr mathematisch erklärt. Und jetzt, also mit dem Wissen von Ian Malcolm, was die Chaos-Theorie angeht, und mit dem, was er so erzählt im Film, und vor allem auch, was er mit Laura Dern dann macht, mit dem Wassertropfen und so. Und er hat ja mit allem recht. Also es ist ja eine
nichtlineare Gleichung. So ist es. Ja. Ich erkläre die Chaos-Theorie halt einfach mit Monkey Island. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Ja, genau. Perfekt. Ist ja so. Ja, das trifft es eigentlich sehr gut. Ja, man muss schon sagen, also sowohl aus Unterhaltungssicht als auch aus wissenschaftlicher Sicht macht der Film einfach sehr, sehr viel richtig. Weil er findet einfach diesen tollen Spagat zwischen was ist unterhaltend und was ist immer noch legitim wissenschaftlich. Und wie du jetzt auch sagst mit der Chaos-Theorie, es hilft einfach auch gewisse Dinge zu verstehen, finde ich. Ja. Und ich meine, als Kind hatte man natürlich die Illusion, oh, was ist, wenn ich jetzt eine Mücke in Bernstein finde? Kann ich mir dann einen Triceratops züchten? Ne? Die Illusion hatte, glaube ich, jeder von uns. Und heutzutage weiß man natürlich, oh, okay, so leicht geht es nicht. Ne? Aber ich finde zum Veranschaulichen, auch gerade für Kids, ist das schon echt sehr, sehr gut. Ja. Wer wollte damals dann als Kind nicht Paläontologe werden und dann Dinos sehen? Ja, mega. Das war tatsächlich, da muss ich wirklich Props an Dr. Alan Grant aussprechen, mein absoluter Nummer-1-Wunsch damals als Kind. Also viele wollten Astronaut, Polizist werden und ich wollte schon immer im Dreck wühlen und Paläontologe werden. Ja, Jahre später musste ich herausfinden, die Chancen sind sehr gering. Aber jetzt sind wir Hobby-Paläontologen und sprechen über Dinos. Genau. Ist ein netter Kompromiss. Ja, ja. Die wir lieben. Ja. Paradox. Ja. Das stimmt. Und auch Filme, die wir nicht so gut finden. Ja, ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ein Freund von mir hatte vor Jahren, musste er fegen. So, er ist 30 geworden. Und er hat Freunde, die sind tatsächlich Paläontologen. Und die haben ihm die ganzen Treppen voller Sand geschüttet. Und die haben ihm dann halt diese, im Buch sind es ja diese Kamelhaarpinsel, am Anfang gegeben und er musste dann diese Treppe mit so drei Pinselhaaren fegen. Das hat ihm nicht gut gefallen. Also es schreckt ab. Aber das war sehr lustig. Aber das nur am Rande. Falls wir mal Teil 2 besprechen, laden wir diese Leute ein. Ja. Ja, nee, lieber nicht, die rauben uns dann noch irgendwelche Illusionen. Ich möchte die nicht. Oh nein. Dann wird es zu wissenschaftlich, dann können wir nicht von irgendwelchen Ausscheidungen sprechen, dann wird es sehr trocken. Ja. Ja. Das ist richtig. Oh Mann. Habt ihr eigentlich auch diese Angst, wenn ihr ein Geschäft erledigen müsst, dass gleich das Haus zusammenfällt und ein T-Rex vor der Tür steht? Ich wohne im Keller, das wird erstmal ein paar antreffen. Ja, ja. Ah, dann sind, glaube ich, dann sind Kompis eher dein Problem. Genau. Ja, ich glaube auch. Nee, tatsächlich, ich habe auch bei Jurassic Park, ich habe da nicht irgendwie, keine schlechten Angstgedanken. Ich hatte immer Angst früher, dass mich ein Löwe frisst, wenn ich nachts auf Toilette musste als Kind. geht schon in die richtige Richtung eigentlich. Geht, ja, ist so. Es ist auch irgendwie eine Art Monster, ja. Das stimmt. Wir sind hier in Deutschland relativ gut behütet. Kumpel aus Texas, der hat gesagt, er hat beim Scheißen Angst, dass er dann von einer Klapperschlange oder so gebissen wird, weil die haben dann tatsächlich so Plumpsklos und dann müssen sie aufpassen, dass da nicht irgendwelche Klapperschlangen sind. Aber, ach du Heilige. Ja. Ja, dann haben wir es doch hier ganz gut und dann hoffe ich, dass wir, auch wenn es schön wäre, niemals Dinos begegnen müssen. Ja, ich finde. Und wenn dann so Bumpies. Ja. Das geht jetzt in die Richtung von dir, Till. Ich finde, als Kind hatte ich keine Angst vor diesen Dinos. Ich wollte sie unbedingt sehen. Ich wollte, dass der T-Rex vor mir steht und mich anbrüllt. Ich hatte da richtig Bock drauf. Richtig Bock auf so einen T-Rex. Ja, weil ich dachte mir, Dr. Grant hat gesagt, wenn du dich nicht bewegst, dann kann er dich nicht sehen. Da dachte ich mir so, ja, easy, dann stehe ich einfach da. Ja. Ja, richtig. Ja, das sieht, also ich finde, da so wie man über den Film redet oder so wie wir über den Film reden, man sieht einfach, wie sehr dieser Film geprägt hat. Ja. Also es gibt natürlich ganz viele tolle Filme, die man als Kind geguckt hat und ob es jetzt hier Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, was weiß ich, oder bei mir Hook oder Jumanji, das sind alles ganz, ganz tolle Kinder-Abenteuerfilme, aber es gibt immer noch eine Stufe höher, also die Stufe Jurassic Park ist wirklich schwer zu erreichen, finde ich. Ja. Also es ist auf einem Level mit Star Wars zum Beispiel oder so. Ja. Das begeistert einfach. Und jetzt, wo du das ansprichst, ich hatte vor kurzem bei den Kollegen von Splashpage eine Top 10 Filme Podcast aufgenommen. Und da stand ich vor dieser Frage, was ist meine Nummer 1? Ist es Empire Strikes Back oder ist es Jurassic Park?
Und ich habe wirklich lange über diese Frage nachgedacht, aber tief im Herzen wusste ich einfach, es ist Jurassic Park. Weil okay. Ich muss einfach, immer wenn ich dran denke, was für Szenen gibt es, die mich als Kind schon beeinflusst haben, so richtig so. Da wusste ich einfach, es ist auf jeden Fall Jurassic Park, weil, wie am Anfang auch gesagt, diese Szene mit dem Brachiosaurus und der Musik, das, da wird mir einfach jedes Mal wieder warm ums Herz. Und allgemein an die Erinnerung, dieses Erlebnis in der Videothek, ich will diesen Film sehen, der hat einfach mein Leben verändert. Und das hat alles mit Jurassic Park angefangen. Deswegen ist das für mich persönlich zum Beispiel keine große Frage, was bei mir auf Platz 1 ist. Und das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt so viele tolle Filme, aber am Ende ist es Jurassic Park. Ja, das heißt einiges. Das kann ich bestätigen. Ich habe keinen Videorekorder mehr, aber ich habe noch diese Original-VHS von Jurassic Park bei mir in der Filmsammlung, einfach weil der so einen großen Stellenwert bei mir angenommen hat, der Film. Also ja. Da bin ich schon schwer nostalgisch. Ja, auf jeden Fall. Ist so. Bei mir ist zwar Empire Strikes Back drüber, aber ich geh komplett mit. Aber Jurassic Park ist originärer Stoff. Empire Strikes Back würde nicht ohne Krieg der Sterne funktionieren. Der baut da drauf sogar auf. Aber das ist mir egal. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht eine der besten Fortsetzungen ist. Ja. Neben Terminator 2, Blade Runner 2049. Aber es baut halt eben auf dem Vorgänger auf. Oder Aliens. Ja, sowieso. Als alleiniger Film, weil die Nachfolger braucht Teil 1 nicht, weil es ist ja ein abgeschlossener Film. Ach du Heiliger, wir labern schon eine Stunde fast. Ja, ja. Ist das einfach annähernde, ist es einfach eine Filmperfektion? Vor allem noch mehr, wenn man jetzt tausende von Filmen geguckt hat mit unseren, was weiß ich, wie alt ihr seid, 30 Jahren oder wie alt auch immer. Ist das, wenn man zurückblickt, kann man es, finde ich, noch mehr wertschätzen. Ja. Weil als Kind, ich habe doch keine Ahnung, ja, Animatronics, CGI, das Wort CGI, kannte ich doch nicht. Computeranimation, doch, okay, ich kannte es schon, aber du hast dich da nicht so krass mit auseinandergesetzt und diese Filme so auseinandergerissen, wie man das jetzt macht. Und du hast ja, man erkennst diesen Wert. Man hat es einfach geguckt und genossen. Ja. Als Kind hast du aber auch noch nicht dieses analytische Auge, da kannst du Qualität noch nicht großartig unterscheiden. Das ist erst, es kommt erst später. Ja, definitiv. Da fällt mir gerade ein, weil wir das letztens bei uns im Telestammtisch-Chat hatten. Es wurde die Doku-Reihe von BBC Im Reich der Giganten angesprochen. Und ich finde das jetzt ein super Vergleich, weil als Kind sahen für mich die Effekte von Jurassic Park und von der Doku quasi gleich aus. Beides sah für mich ultra echt aus und ich dachte mir, wie haben die das denn gefilmt? Waren beides echte Dinos. Ja. Heutzutage muss man natürlich sagen, als Doku an sich ist Im Reich der Giganten immer noch, finde ich, mitunter das Maß aller Dinge im Dino-Bereich. Aber die Effekte sind natürlich ultra trocken und altbacken. Wohingegen die von Jurassic Park immer noch richtig gut aussehen. Aber als Kind merkt man den Unterschied einfach nicht. Ich habe als Kind auch richtig diesen Disney-Film Dinosaurier gefeiert, einfach weil man Gott, das da war ich auch im Kino. Ja. Ich auch. Er war super. Ich mag den immer noch, aber ich merke jetzt schon ein bisschen die veraltete Technik, dass der nicht ganz so optimal gealtet ist. Ja, sag, wie es ist. Und das sieht scheiße aus. Dass der Carnotaurus einfach viel zu groß ist. Genau. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, deswegen, Dinos kommen jetzt ein bisschen mit Jurassic World wieder, ne? Seit 2015 so, aber Ich find's einfach so wunderbar, dass es in den Kaufhäusern jetzt Dino-Merchandise von Jurassic World gibt. Ja, definitiv, ja. Ich kann auch empfehlen, allen, die jetzt irgendwie die Wartezeit totschlagen wollen, schaut euch die Jim Henson-Serie, die Dinos an. Damit werdet ihr auch euren Spaß haben. Ja. Nicht aber die Mama. Genau, falls ihr Kinder habt, dann schaut nicht die letzte Folge, die könnte traumatisieren. Mein Kumpel traumatisiert und der ist jetzt auch schon um das die 30 oder geht auf die 30 zu. Ja, das stimmt. Das ist schon echt harter Tobak. Das stimmt. Und was mir auch, ich habe dadurch, dass ich hier jetzt gerade erst am Buch dran bin, da irgendwann wird erklärt, dass Dinosaurier auf Kinder so eine Faszination, für Kinder so faszinierend sind, dass kleinste Kinder schon keine großen Probleme haben, diese komplizierten Namen
auszusprechen. Okay, komm, so Gnatus. Und ich möchte nochmal, irgendwie ist meine Tochter ja Teil der Jurassic World Serienbesprechung und auch von der hier jetzt anscheinend. Das stimmt. Natürlich hat sie ein Dino-Buch mit diesen, wisst ihr, diese aus dicker Pappe, wo man noch so aufklappen kann. Ja, wunderbare Bilder. Bücher. Absolut großartig. Alle natürlich zerfleddert schon. Aber diese Namen, das ist irgendwie, das klappt. Das ist ganz, ganz krass. Also das ist wirklich so. Ich finde, als Kind, also so kommt es mir zumindest vor, hatte ich es einfacher, die Namen teilweise auszusprechen. Heute lese ich den Namen in irgendeiner Kritik und denke mir so, warte mal, wie? Ja, genau, ja. Yoshi? Was? Das ist wirklich Dinos. Hat die Schildkröte gegessen? Dinos begeistern, ist es einfach so. Ja. Und das ist jetzt was Persönliches, aber was ich jedem Fan von Jurassic Park, World oder dem ganzen Franchise nur wahnsinnig ans Herz legen kann: Wenn ihr die Chance habt, in ein Museum zu gehen mit Saurierknochen, nutzt sie. Oh ja. Das Landesmuseum in Hannover, zumindest in meiner Kindheit. Hammer. Meine wunderbare bessere Hälfte hatte mir einmal einen Trip nach Frankfurt geschenkt, weil es in dem Museum, dem Naturkundemuseum in Frankfurt, Saurier-Skelette gibt. Und das war vor, lasst mich nicht lügen, 2,5 Jahren. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Saurier-Skelette live gesehen habe. Und dieser Moment war so unglaublich überwältigend, weil ich so eine Art Flashback hatte, wie ich mich gefühlt habe, als ich Jurassic Park das erste Mal gesehen habe. Und ein Jahr später waren wir in Berlin im Museum und da steht einfach dieser wunderbare Brachiosaurus Branchi in seiner vollen Blüte. Und das war, ich wusste in diesem Moment wirklich und wahrhaftig, wie sich Alan Grant gefühlt hat in dem Film. Also wenn ihr die Chance habt, nutzt sie. Ja, ich hatte als Kind auch so ein kleines Modellbauset. Das war damals aus so D'Agostini-Heften. Da konntest du dann so ein T-Rex-Skelett zusammenbauen. Also erst so dieses Skelett und dann hast du drumherum so langsam diesen Körper da zusammengebaut. Ja, das erste Heft für 4 Mark und dann ab dem zweiten Heft 6 Mark und danach irgendwie 10 Mark. Also Jurassic Park hat da ja richtig einen Spielzeug-Dino-Hype ausgelöst, der lange angehalten hat. Ja. Es gibt auch so kleine Sets, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die fand ich immer richtig cool. Da konntet ihr quasi so ein Skelett wirklich mit Stein und mit Hammer und Meißel ausgraben. Ja, das gibt's auch immer noch. Richtig geil. Ja. Ich glaube, ich bestelle mir da gleich erstmal alle. Das stimmt. Ja, man kann echt, das macht so Bock, über so einen Film zu sprechen, weil es einfach, es wird einem warm ums Herz. Ja, aber da merkst du halt wirklich die Bandbreite. Ich will nicht wissen, wie viel die Cutter dann nachher rausschneiden müssen, von wegen 4 Minuten reden wir über Kacke, dann sind wir auf einmal total kindisch nostalgisch und schweifen wir ab. Ja, also das da stimmt. Bin ich mal gespannt. Man muss natürlich sagen, wir sind nicht umsonst Hobbypaläontologen. Wir lieben Jurassic Park und ich glaube, das merkt man jetzt nach einer Stunde auch dermaßen. Aber es ist, wie es ist. Ich kenne eigentlich wenig Leute, die den Film wirklich richtig scheiße finden. Es gibt natürlich Leute, die den Film nicht toll finden, im Sinne von, sie gucken ihn nicht gerne, weil es einfach nicht ihr Thema ist. Aber der Film hat natürlich seine kleinen Macken. So. Das kann man auch als Riesenfan kann man das nicht abstreiten. Aber er ist im Gesamtbild einfach so ein unglaublich gelungener Film, auch nach so vielen Jahren, da fällt es einfach schwer, nicht voller Freude darüber zu reden. Und ich glaube, wer bis jetzt durchgehalten hat, der ist auch sehr großer Jurassic Park-Fan, sonst würde man sich das hier wahrscheinlich keine Stunde lang antun. Aber ich würde es tun. Die Person ist gerade halb eingeschlafen und denkt, oh, was, die reden schon eine Stunde? Wir können mal laut ins Mikro schreien, für die eingepennt sind. Willkommen in Jurassic World. Ja, genau. Ja, ist doch so, aber das ist doch, also es klang wie eine Abmoderation. War es eine kleine Abmoderation Richtung Ende? Nee, wollen wir, dass das jetzt das Ende ist? Ich weiß es nicht. Wir können auch nur zum Fazit kommen, die gesamte Note geben, aber wir wissen alle, wie wir das Ganze benoten werden. Ich wollte nur darauf eingehen, weil, wie er gerade schon sagte, wir reden hier 4 Minuten über Kacke, aber es ist einfach im Kontext des Films einfach erwähnenswert.
Ja, absolut. Jede Szene in diesem Film ist erwähnenswert. Im Endeffekt könnten wir so ein Live-Cast zum Film machen, dass wir irgendwie, das gibt's glaube ich auch bei YouTube oder so schon, dass man jede Minute kommentiert. Also man guckt eine Minute Film und dann diskutiert man über den. Das könnte man in diesem Film zu 100% auch machen. Ja, aber wir könnten es auch einfacher machen, wenn der Film mal wieder auf Netflix, whatever, verfügbar ist, dann nehmen wir einfach einen Audiokommentar dazu auf. Ist vielleicht unterhaltsamer, vielleicht werden wir uns dann ein bisschen wiederholen. Aber ich denke, das ist nicht ganz so aufwendig, wie jede Minute auseinanderzunehmen. Ja, ja, ja. Das stimmt, das war ja nur darauf so gemeint. Ja, ich kenne dieses Format, das ist klasse, aber das ist 121 Minuten, da werden wir 121 Minuten-Podcasts machen. Wir werden dann sehr lange. Ich weiß nicht, was wir im Hintergrund mit den Hufen scharren und fragen, wer schneidet den Spaß? Wisst ihr, was wir machen können? Wir können den Film alle zusammen starten und auch die Hörer, wir können alle zusammen diesen Film starten und gleichzeitig ein Dinoskelett ausgraben. Hammer, das bringt, dieses Format gibt's ja anderswo schon, dieses Gucken und gleichzeitig Kommentieren, aber das Dinoskelett ausgraben ist Next Level. Wir kaufen uns alle so ein kleines Ausgrabeset von einem Velociraptor und erleben den Film auf einem ganz anderen Level. Ja, und danach treffen wir uns in irgendeiner Wüste und graben tatsächlich aus. Ja, ab nach Montana. Ab bitte erst nach so. Covid-19. Ja, natürlich. Ja. Sonst muss man uns irgendwann ausgraben. Das wird irgendwann darauf hinauslaufen. Ja, sowieso. Irgendwann wird man uns ausbuddeln und dann wird man überlegen, ja, waren das jetzt Steinzeitmenschen, waren das Neandertaler? Ja. Irgendwie warum primitiv hatte der Neandertaler eine Jurassic Park VHS in seiner Hand? Alter, das wird der Knaller. Ja. Na gut, das aber bevor wir jetzt weiter hier ins Unendliche abschweifen, wollen wir tatsächlich zum Fazit kommen? Ich glaube, der ganze Podcast war schon ein Fazit, aber ja, ich glaube auch. Machen wir es einfach kurz und knackig. Patrick, wie findest du den Film? Ich mag ihn sehr, würde ich sagen. Das war okay. Ich würde dem tatsächlich 5 von 5 Velociraptor-Krallen geben, mit dem nostalgischen halben Punkt einfach, wenn ich den draufschlage. Ja, klingt gut. Was soll ich sagen? Ja, es ist einer der besten Filme aller Zeiten für mich. Natürlich kann man, haben wir ja jetzt auch groß und breit drüber geredet, nicht sagen, wie viel Nostalgie dahinter steckt. Es ist extrem viel und wie viel ohne Nostalgie noch übrig wäre. Aber ich bin mir sicher, da wäre bei mir von einer 5 von 5 4,9 von 5 noch übrig, wenn ich das alles, weil es ist erst fantastisch. Ich liebe diesen Film. Es ist großartig. Und um nochmal einen anderen lustigen Film zu zitieren, passend zu Jurassic Park, ist: If you don't know Jurassic Park, you don't know shit. Swiss Army Man. Absolut großartig, die Anspielung auf Jurassic Park. Ich zitiere da einfach so eins meiner Lieblings-Community-Zitate, so, wie haben die es in den Film mit den alten Dinosauriern gesagt? Das Leben findet seinen Weg. War das Jurassic Park? Nein, wenn Liebe doch so einfach wäre. Ja, ganz genau. So. Ja. René, hau rein. Ja, wird keinen wundern, aber ich gebe auch 5 von 5 Punkten. Oder Raptorkrallen, Entschuldigung. Ja, es ist, wie es ist. Es ist einer meiner absoluten und wahrscheinlich sogar der absolute Lieblingsfilm. Da gibt es für mich nichts dran zu rütteln. Der Film hat mich in meinem Leben wahnsinnig geprägt. Er hat mich mit zu dem Filmfan gemacht, der ich heute bin. Und ja, am Ende war es Schicksal, dass wir uns heute hier treffen und über genau diesen Film reden. Wenn ihr die Chance habt, den Film im Kino zu gucken, nutzt sie. Oder falls ihr die Chance hattet, hoffe ich, ihr habt sie genutzt, falls dieser Podcast erst nach dem 30. erscheint. Es ist ein Film, der es einfach immer wieder wert ist, gesehen zu werden. Und ja, wie ihr auch gemerkt habt, der Film basiert auf einem wunderbaren Buch. Nutzt die Chance und lest es. Ja, auf 2 Büchern. Lest sie einfach. Sie sind wunderbar und erweitern den Film auf einem ganz tollen Level. Beziehungsweise. Das ist die Erwachsenen-Uncut-Version der Film. Ja, oder so, das trifft's auch gut. Das stimmt. Ich glaube, wer bis hier gekommen ist, kennt den Film. Man weiß durch das Buch, wieso Samuel L. Jackson am Ende nur noch aus einem Arm bestand. Mhm. Raptorenangriff. Um da mal zu signalisieren, warum ihr dieses Buch lesen müsst. Oh, ja, scheiße, ich hab's gespoilert. Ja, ja, das ist gut. Mies, aber
das Leben findet seinen Weg. Die Spoiler immer. Auch. Ja. Ja, sehr schön, ey. Hammer. Ach, das ist ja. Ein toller Film. Wahnsinn. Und natürlich nicht außer Acht zu lassen, der wunderbar beruhigende Soundtrack und Score von John Williams. Ja, bester Mann. Ja, und ich glaube, nach diesem turbulenten Podcast werde ich mir den gleich erstmal reinziehen. Habt ihr noch was zu Jurassic Park zu sagen? Ja, ist okay. Ja. Kann man gucken. Ne? Kann man gucken. Ja. Nee, dann bedanke ich mich herzlich bei meinen zwei liebsten Hobby-Paläontologen für diese wunderbare Zeit, die wir mit diesem noch viel wunderbareren Film hatten. Und sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!